Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Taschenvideo. Ja, es ist mal wieder soweit. Ein neuer Hersteller wird hier vorgestellt von uns. Und heute erfahrt ihr alles über die Firma Avon. Ja, ich zeige euch heute mal ein paar Taschen von der Firma Avor. Hier haben wir ein bisschen was auf dem Tisch vorbereitet. Und die Firma Avor gehört übrigens zur Basic GmbH. Die kommen wiederum aus Köln. Dahinter verbergen sich sogar noch ein paar andere Marken. Ja, sie verfolgen alle das gleiche Ziel, nämlich Nachhaltigkeit. Und ja, das ist wirklich das Thema, wo diese Taschen sehr, sehr punkten. Nachhaltige Materialien werden verwendet. Und zwar, das können PET-Flaschen sein. Also die meisten Taschen, die ihr seht, werden aus recycelten PET-Flaschen gefertigt. Ja, was kommt noch zum Einsatz? Zum Beispiel Bio-Baumwolle. Alles zertifiziert. Es gibt hier und da noch Produkte, wo nicht 100% aus recycelten Materialien gearbeitet wird. Aber das Coole bei Avor oder beziehungsweise der Basic GmbH ist, es ist super, super transparent. Also ihr könnt easy auf die Website gehen, könnt da einfach den Responsibility-Bericht von letztem Jahr zum Beispiel anschauen. Nicht nur, dass die Firma mega transparent ist. Ihr könnt also zum Beispiel sehen, wie viele Leute arbeiten da, wie viele davon sind männlich und weiblich, in was für einem Arbeitsverhältnis stehen die. Also sind die festangestellt oder haben die befristete Verträge. Die Firma muss sich da wirklich nicht verstecken und eben genauso transparent ist eben auch die Herstellung der einzelnen Produkte. Also ihr könnt genau sehen, wo kommen die Materialien her, wo werden die einzelnen Taschen gefertigt. Und ja, nur weil da steht, eine Tasche ist nicht 100% aus recycelten Materialien gebaut, die Firma Avor arbeitet da eben jedes Jahr dran, immer, immer nachhaltiger zu werden. Super sympathisch, also kann man wirklich nicht sagen. Und ja, wem das noch nicht reicht, die Firma Avor macht auch einfach hammermäßige Designs. Und wo heben sich die Taschen eigentlich ab? Ich würde sagen, es geht ein bisschen mehr in Richtung Lifestyle. Ich habe natürlich nicht alle Produkte der Firma hier liegen, sondern nur die, die mehr oder weniger bikebezogen sind. Es gibt zum Beispiel auch noch Rucksäcke, die sind auch mega stark. Haben wir sogar auch im Shop, aber ey, ich zeige euch heute die Fahrradtaschen im Prinzip. Trotzdem gibt es hier ein paar Features, wie ihr die Taschen benutzen könnt und dass sie nicht nur einem Zweck dienen, sondern manchmal auch zwei oder drei. Ich würde sagen, wir starten mal in die einzelnen Taschen. Ich fange mit der ersten an, räume mal den ganzen Tisch hier ab und erkläre euch mal jede Tasche im Detail. Ab geht's! So, und anfangen tun wir bei dieser Tasche hier, die sich einfach nur Barbag nennt, also Lenkertasche. Und jetzt ist hier schon so ein Schild hinten, was sehr, sehr irreführend ist, denn ja, ich habe es schon gesagt, es gibt nicht nur einen Anwendungszweck bei diesen Taschen, in den meisten Fällen zumindest. Ihr könnt die nämlich auch ganz cool auf euren Rücken spannen. Und ja, da seht ihr schon, es ist im Prinzip so ein Hipbag. Das zeige ich euch auch noch im Detail, wie man das so richtig anzieht, wie das dann aussieht. Mit so einer großen Schnalle hier eben. Was ich auch mega cool finde, ist es hier halt am Rücken so ein bisschen gepolstert. Ihr habt hier, oh, das ist aber auch so eine Avor-typische Sache, ihr habt hier eben so einen Henkel, dass ihr es schön tragen könnt. Also das finde ich auch immer klasse durchdacht. Der stört halt auch gar nicht, ne? Und ja, lieber so einen Henkel haben als nicht. Hier oben seht ihr dann im Prinzip die Durchführung, wie ihr sie an eurem Lenker festmachen könnt. Und ja, auch hier unten seht ihr, ihr habt im Prinzip diesen Gummizug hier auch noch, womit ihr das zum Beispiel um euer Steuerrohr ziehen könnt und hier einfach festzieht damit. Sitzt dann mega gut. Und ich würde sagen, wenn man das Ganze als Hipbag benutzt, ey, hier passt auch prima eine Banane zwischen, ne? Also könnt ihr auch ehrlich mal irgendwie, oder eine Luftpumpe oder so. Da könnt ihr selber kreativ werden. Was wollt ihr dahin tun? Und könnt das eben auch noch außen dran befestigen. Finde ich super cool. Kommen wir zur Tasche an sich. Ja, die ist jetzt grau. Gibt es auch noch in anderen Farben. Ich habe hier jetzt einfach mal ein paar verschiedene abgerufen, um euch zu zeigen, was es so gibt. Also hier haben wir eine graue Variante mit so orangen Reißverschlüssen im Prinzip. Also der Reißverschluss ist schwarz, aber
Dieses kleine Gebimsel da dran ist eben orange. Und man sieht hier schon die Reißverschlüsse. Die sind hier auch alle echt so gut versiegelt. Also das Ding ist wasserdicht. Und dann schauen wir mal, wir kommen hier zum Hauptfach. Und ihr seht, es ist orange innen. Ich liebe das ja. Also das kennt ihr auch von den anderen Taschenvideos von mir schon. Ich liebe es, wenn Hersteller die Taschen innen irgendwie orange oder gelb oder grün oder sowas machen. So findet man einfach viel, viel schneller wieder das, was man sucht. Okay, wir haben ein großes Hauptfach. Hinten ist auch noch ein Reißverschluss. Ist noch ein Nebenfach. Da könnt ihr also was reintun. Vorne haben wir zweimal so Mesh-Taschen. Und für einen Schlüssel, das finde ich auch immer cool. Obendran einfach kann man seinen Schlüsselbund reinhaken und sucht den dann nicht halt die ganze Zeit in der Tasche. Das finde ich auch immer so nervig. Ja, damit ist aber nicht genug, denn ihr habt vorne auch noch eine Tasche. Können wir auch nochmal aufmachen. Auch wieder orange. Ja, das sind also unterschiedliche Fächer hier. Und ihr habt hier tatsächlich auch nochmal so eine Schlaufe, die ihr enger stellen könnt. Also um zum Beispiel eure Regenjacke oder sowas zu montieren. Ihr könnt das dann einfach so zusammenklappen. Ganz easy. An eurem Lenker festmachen. Hier am Steuerrohr. Und dann sitzt die Tasche. Mega cool. Nächste Tasche. Und natürlich hat auch Evor eine Top-Tube-Bag, also eine Oberrohrtasche. Die heißt auch Top-Tube-Pack bei denen. Wir wollen mal schauen, wie sind denn hier die Unterschiede zu anderen Herstellern. Also erstmal Design, ne? Also das ist vielleicht ein Design, was ihr sogar schon mal gesehen habt. Dieses, ja, lila in grün geht es rein. Trotzdem mega schlicht schwarz, hier so ein bisschen dunkelblau. Es sieht einfach super stimmig aus. Also Design haben die Leute bei Evor auf jeden Fall verstanden, meine Meinung. Es gibt keine schraubbaren Top-Tube-Bags. Die Marke Evor steht schon so ein bisschen für den urbanen Raum, würde ich sagen. Und ja, da gibt es einfach viele, viele Fahrräder da draußen, die keine Gravel-Bikes sind. Zum Beispiel irgendwelche Stadträder, Single-Speeds und so weiter. Ja, und hier habt ihr dann mit dem Klett natürlich immer die Möglichkeit, das zu montieren, und ihr braucht nicht die Verschraubpunkte. Auch wenn ihr die Verschraubpunkte habt an eurem Fahrrad, könnt ihr die natürlich trotzdem verwenden, ne? Das ist ja wohl klar. Also wir haben hier zwei Kletts unten drunter, ein Klett vorne. So kennt ihr das von allen Herstellern. Und hier muss man sagen, dieser Reißverschluss, ich weiß gar nicht, ehrlicherweise gar nicht genau, wie man das nennt, aber ist es im Prinzip so ein Gummireißverschluss. Also ihr habt dann nicht mehr so einen Metallreißverschluss, wie ihr das üblicherweise von Jacken und so weiter kennt. Aber vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Ultra wasserdicht. Und das Geile daran ist, ja, die gehen in der Regel nicht so schnell kaputt wie Reißverschlüsse, so normale Reißverschlüsse. Also hier gibt es natürlich keine Korrosion. Wenn ihr im Winter damit fahrt und das Fahrrad irgendwie vielleicht auch mal draußen stehen habt und die Tasche dran ist, dann hält das deutlich länger, muss man sagen. In so einem schönen leuchtenden Blau, finde ich auch klasse. Super, was soll man da noch weiter zu sagen? Leider nicht zum Schrauben, aber wie gesagt, ihr könnt sie trotzdem benutzen. Wenn wir schon mal dabei sind, hier im gleichen Design, das Frame Pack, also die Rahmentasche, kennt ihr natürlich auch. Wir haben hier übrigens die Größe Medium. Und was für Features gibt es hier? Nur das Wichtigste natürlich dran. Ihr habt hier drei Klets oben, die ihr jeweils einen versetzen könnt. Das finde ich auch immer super wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel die Oberrohrtasche noch benutzt oder irgendwie was anderes, einen Lupine-Akku irgendwie oben dran habt oder sonst was. Also ich finde es immer sehr, sehr praktisch, wenn man das versetzen kann. Hinten habt ihr einen Klett, könnt ihr auch versetzen. Einen weiter nach oben oder nach unten. Und vorne auch nochmal ein Klett. Oben oder unten könnt ihr den dran machen. Auf der linken Seite ganz, ganz clean. Also viele Taschenhersteller haben ja hier noch so ein kleines Fach, wo man dann so ganz flache Sachen reinmachen kann. Beim Evor Pack ist es so, ihr habt nur auf der rechten Seite und auch wieder nicht so einen Reißverschluss, wie ihr das kennt. So einer, der korrodieren, rosten kann. Sondern so ein aus Gummi. Und das ist ja wohl das Erste. Es geht so mega easy. Also es geht wirklich, wirklich leicht. Auch während der Fahrt dann eben auch gar keine Probleme. Wieder in diesem leuchtenden Blau. Ja, ihr habt hier also ein ganz, ganz großes Fach. Und auch noch zwei so Mesh-Einsätze. Das finde ich auch immer klasse. Da kann man eben auch noch mal so ein bisschen Kleingeld oder so reintun. Ich finde es einfach super. Dann fliegt das nicht durch die ganze Tasche, klimpert nicht. Und ja, einfach easy. Muss man nicht suchen. Was man noch erwähnen kann, sehe ich gerade.
hier innen drin sind nämlich auch nochmal so zwei Straps, die man auch nochmal versetzen kann. Also egal, ob ihr da eure Banane oder eine Luftpumpe oder sowas festmachen wollt, das könnt ihr in dieser Tasche dann eben auch nochmal. Finde ich auch eine super Idee. Weiter geht's mit der nächsten Tasche. Ja, und hier wird's jetzt richtig, richtig verrückt. Triple Bike Bag. Okay, und ihr seht schon, das ist eine relativ große Tasche. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also ihr seht schon hier, ich habe das schon mal so ein bisschen zusammengesteckt. Ich will euch nur einmal zeigen, wie groß ist denn die Tasche jetzt wirklich. Also das ist schon rucksackmäßig, muss man sagen. Ich will die jetzt einmal aufmachen hier, um euch zu zeigen, was geht denn da jetzt rein. Okay, also ihr seht schon, neongelb ist es innen. Ihr habt da ein ganz großes Fach und nochmal ein kleines da drin. Ah, das könnt ihr sogar so zukletten. Und an dem kleinen Fach ist auch noch so ein Netz, wo ihr was reintun könnt. Ey, super, super cool. Voll viel Platz drin. Das ist schon wie ein Rucksack, muss man sagen, ne? Also es ist von der Größe auf jeden Fall rucksackmäßig, ist aber eigentlich kein Rucksack, denn es verbirgt sich noch eine andere Sache da drin und das ist eben so ein Tragegurt. Und den könnt ihr eben easy hier hinten festmachen, klettet das so zusammen, könnt das so rollen, zack, festmachen, Tragegurt hier rein. Und einfach als Umhängetasche benutzen. Das ist Anwendungszweck Nummer 1. Ihr habt ja gehört, Triple Bike Bag. Also umhängen oder als Tragetasche. Erster Anwendungszweck. Zweiter Anwendungszweck. Ihr könnt das Ganze als Lenkertasche verwenden. Also ihr seht hier hinten vielleicht auch schon, ihr habt diese Schaumstoffpuffer. Gibt es auch bei anderen Herstellern oft dabei. Das sind so kleine Abstandshalter auch. Hier wird es an eurem Lenker befestigt. Hier an eurem Steuerrohr und dann hängt es an eurem Lenker so zwischen den Hebeln und ihr könnt so fahren. Also echt riesengroß und auch ein geiler Vorteil. Ihr könnt es während der Fahrt im Prinzip auch, oder was heißt während der Fahrt, natürlich nicht, es ist eine Riesentasche, ne? Aber wenn ihr steht, könnt ihr es einfach so aufrollen und habt hier echt mega, mega viel Platz, sofort Zugriff. Und für die Leute, die pendeln und einen Gepäckträger am Fahrrad haben, ja, dann könnt ihr die auch einfach als Gepäcktasche, Packtasche für euren Gepäckträger verwenden. Also das finde ich echt cool. Und da sieht man, dass Evo sich da echt Gedanken machen. Eben nicht nur Thema Bikepacking, sondern auch urban, einfach in der Stadt. Was braucht man da? Ihr habt eine Tasche am Lenker, wollt es nicht am Rücken haben, parkt euer Fahrrad irgendwo, schließt es an und ja, könnt diese Tasche dann abmachen und halt cool tragen. Und das ist ja bei jeder Bikepacking-Tasche normalerweise, da hält man die irgendwie unter den Armen und so weiter. Wenn ihr mehrere habt, so könnt ihr euch eben die Tasche umhängen. Ich finde es super, super durchdacht. Ein paar Features gibt es sogar noch. Also ihr habt hier an den Seiten auch noch so kleine Mesh-Taschen. Letztendlich, je nachdem wie breit euer Lenker ist, könnt ihr im Prinzip auch mal eine Trinkflasche hier reinmachen oder sowas. Dann hier einmal reflektierend diese Bänder und da könnt ihr was befestigen, zum Beispiel ein Licht. Und ihr habt ja auch nochmal einen Reißverschluss. Ah, wieder Neon. Noch ein kleines Fach hier vorne. Frame Bag Large. Okay, ihr seht schon, das sieht irgendwie ein bisschen anders aus als jede andere Rahmentasche. Im Prinzip ist es alleine schon die Befestigung, die sich sehr, sehr abhebt von anderen Taschen. Und zwar habt ihr hier so ein ganz, ganz großes Klett. So, ihr seht schon, ihr habt hier jetzt so eine Wurst und da könnt ihr euer Oberrohr im Prinzip einwickeln, das drauf und mit dem wieder festkletten und das sitzt dann in eurem Rahmen. Könnt das mit so kleinen Straps hier befestigen, hier am Unterrohr. Ihr könnt es sogar hier befestigen, also da könnt ihr kreativ sein, wo ihr die Tasche überall montieren könnt. Hinten habt ihr auch die Möglichkeit. So, was haben wir jetzt an dieser Tasche? Also nochmal Klett hier auf der rechten Seite, ist ein Fach. Hierzu kommen wir gleich noch. Einmal Neon hier auf der einen Seite, auf der anderen Seite schwarz. Naja, gut, zumindest die Hälfte, kann man schon was drin finden. Das ist nur ein kleines Fach. Auf der anderen Seite habt ihr hier eben nur so ein Netz. Cool, wenn man irgendwie da mal was reintun will, eine Karte oder so, die man ständig dann wieder rausziehen will. Dann muss man die Tasche eben nicht aufmachen. Und dann habt ihr hier zwei Reißverschlüsse. Also wenn das an eurem Oberrohr sitzt,
könnt ihr rechts oder links aufmachen. Und hier habt ihr dann eben wieder so ein Neonfach drin. Und das ist einfach nur ein ganz, ganz großes Fach. Und was haben wir dabei? Auch wieder ein Tragegurt. Und ihr könnt diese Tasche im Prinzip dann hier und hier wieder festmachen und auch wieder als Umhängetasche benutzen. Egal, ob ihr das jetzt machen wollt oder nicht, die Option zu haben, einfach diesen Gurt dabei zu haben. Und ja, der nimmt ja auch nicht viel Platz weg. Also könnt ihr ja im Prinzip hier drin lassen. Und wenn das zum Beispiel eure einzige Tasche jetzt ist, mit der ihr unterwegs seid, wie cool ist es bitte, dass ihr die Möglichkeit habt, die einfach um den Rücken zu schnallen und dann irgendwie mitzunehmen. Weiter geht's mit der nächsten Tasche. Und da sind wir bei dieser Tasche, einer meiner absoluten Favorites. Ja, manche nennen es Food Pouch, Evor nennt es Bike Stem Bag, also Vorbautasche. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Farbe, dieses Tie-Dye, also es ist im Prinzip so ein, wie nennt man das nochmal? Batik ist es. Dieses Batik-Muster ist so beige, geht ins Blau-Grau mit so dunklem Blau. Hier die Applikation. Es sieht einfach echt richtig cool aus. Ich bin totaler Fan davon. Also ihr kennt es, Food Pouch kann man befestigen. Hier habt ihr 1, 2, 3 Kletz sogar und die sind auch total lang und fühlen sich sehr, sehr hochwertig an, muss man sagen. Da könnt ihr es im Prinzip um die Ecke machen. Ihr könnt, ja, wenn ihr jetzt einen ganz langen Vorbau oder Lenker habt, könnt ein oder zwei am Lenker festmachen und einen am Vorbau und dann sitzt das Ganze total gut. Ihr seht hier jetzt auch noch so Sachen zum Durchfummeln und wofür das gut ist, zeige ich euch dann gleich. Ich lasse die Tasche gleich nochmal hier stehen, finde ich auch super, super cool. Ein kleines Netz hier außen, also da könnt ihr auch eben was reinstecken, wo ihr dann immer mal wieder ran müsst. Und innen drin haben wir hier, ihr seht schon, so ein schönes Neon-Grün-Gelb. Oh, es ist was zwischen Grün und Gelb, würde ich sagen. Sehr, sehr großes Fach. Also könnt ihr auch easy eine Trinkflasche zum Beispiel reinstellen und passt sogar noch mehr rein. Also es ist wirklich eine große Food-Pouch. Es gibt viele Hersteller, die machen die kleiner. Und ich bin Fan von großen Food-Pouch, bin ich ganz ehrlich. More is more. Ihr seht hier schon, ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze einfach mit einem Griff enger zu stellen, damit eben kein Regen reinkommt. Ihr könnt das dann hier schön festziehen, könnt es aber auch wieder aufmachen. Und wenn ihr es aufgemacht habt, ihr seht hier unten schon, ja, so ein ganz kleines Loch. Und das finde ich auch total gut, weil es kann natürlich immer sein, dass hier Wasser reingelangt und ihr wollt einfach nicht auf einer Bikepacking-Tour, wenn das an eurem Fahrrad hängt und es regnet den ganzen Tag, dann wollt ihr auch, dass das Wasser wieder unten rausläuft, ne? Ich würde sagen, wir kommen direkt zur nächsten Tasche, denn da geht das auch so ein bisschen Hand in Hand. Zeige ich euch warum. Wir haben hier das Waist Pack. Also nicht Waist wie Abfall, sondern Waist wie Hüfte. Und auch hier habt ihr natürlich wieder zwei Funktionen. Ihr seht, es ist erstmal wieder super clean und ihr habt so Reflektoren dran. Das sieht hier nach Rolltop aus. Und auf der anderen Seite, ja, sieht wieder sehr, sehr verrückt aus. Ihr habt natürlich wieder den Evor-Henkel hier, den finde ich richtig schön. Und ihr habt auch wieder hier zwei Kletz, die ihr sogar versetzen könnt. Also hier ist alles voller Laschen. Ihr könnt das hier montieren, wo ihr wollt. Und an eurem Lenker wieder befestigen. Und das ist schon mal wieder mega cool. Und ich bin mir auch sicher, das sieht total cool aus, wenn man das an dem Lenker hat. Wollen wir mal weiter gucken, denn wir haben hier auch wieder, ihr seht, so eine große Lasche. Aha. Und nämlich zwei Druckknöpfe. Die kann man hier aufmachen. Und also das ist wirklich ein Hip-Bag sozusagen. Denn hier ist alles gepolstert. Also ihr habt hier zwei große Polster, ein kleines in der Mitte und auch die Seiten sind hier richtig schön gepolstert. Das bedeutet, ihr könnt euch das wieder richtig schön um den Rücken machen. Könnt aber natürlich auch hier das an eurem Lenker und hier unten wieder an eurem Steuerrohr befestigen. Vorne haben wir einen Reißverschluss. Auch natürlich in Grün. Also wenn ihr dieses Tie-Dye-Muster habt, dann ist auch immer klar, innen drin ist es grün. Das ist echt so ein kleines Fach für Schnellzugriff. Diese Reflektoren natürlich wieder, um irgendwas durchzufädeln. Könnt ihr kreativ werden. Und hier oben hat man so einen kleinen Magnet, den man so einhakt. Und das ist dann so ein Rolltop. Zusätzlich noch mit Klett. Und innen wieder grün.
Und das ist echt eine große Tasche auch, muss man sagen. Also eine große Tasche auf der Rückseite. Zu eurem Rücken habt ihr ein ganz großes Netz, wo ihr noch was reintun könnt. Und auf der anderen Seite vorne habt ihr auch nochmal zwei Netze. Also habt ihr im Prinzip nochmal viel, viel Stauraum für so kleine Sachen, die ihr dann schnell wiederfindet. Das kann man dann einfach wieder so zusammenrollen, einklicken. Und jetzt zeige ich euch nämlich den Super-Hack. Das finde ich wirklich richtig geil. Ihr habt hier an der Food-Pouch mit Druckknöpfen, könnt ihr das hier lösen. Könnt ihr hier rausziehen. Könnt die dann hier einfädeln. Ich mache das mal schnell. Es dauert ein bisschen, aber ich finde es absolut nicht fummelig. Also es geht echt sehr, sehr gut. Druckknöpfe, zack. Und dann habt ihr einfach eure Food-Pouch hier noch mit dran. Also das finde ich einfach so geil. Also wenn ihr zum Beispiel in den Urlaub fahrt, ihr habt ein Fahrrad dabei, wollt aber vielleicht auch mal einen Tag einfach wandern gehen oder so. Perfekt für beides. Also oder ihr seid in der Stadt unterwegs oder sowas. Ihr benutzt das als Hipbag und habt ihr eure Food Pouch auch noch dran und könnt hier eine Flasche Wasser sogar reinstellen. Also selbst irgendwie, wenn ihr ein Liter Wasser habt, könnt ihr die Flasche hier reinstellen, ne? Und also das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Ich würde sagen, mein Favorite-Produkt bis jetzt. Finde ich einfach total durchdacht. Weiter geht's. Nämlich zur Evor Arschrakete. So, die Evor Arschrakete ist 12 Liter. Also das ist wirklich nicht das Größte an Arschrakete, aber es ist auch nicht das Kleinste. Da gibt es von anderen Herstellern deutlich kleinere Arschraketen. Hier erwarten einen tatsächlich keine allzu großen Überraschungen. Also neben der Herstellung, die natürlich top ist, und neben dem Design, was finde ich auch top ist, also hier schwarz mit so ein bisschen dunkelblauen Applikationen, das stört meistens an keinem Fahrrad, ehrlich gesagt. Gibt es hier aber keine großen Überraschungen, muss man sagen. Also wie ihr das von Arschraketen kennt, ihr habt hier vorne zwei sehr, sehr stabile Kletts, auch so Verstärkungen in der Tasche, dass die Tasche an sich sehr, sehr steif ist hier. Und hier auch nochmal, weil hier gibt es natürlich immer Kontakt mit der Sattelstütze, könnt ihr im Prinzip auch die Tasche einfach ja, da an der Sattelstütze festmachen und müsst keine Angst haben, dass sie ständig kaputt geht da, ne? So, obendrauf habt ihr wie bei den meisten Arschraketen auch noch hier so einen Gummizug, wo ihr eure Jacke oder ein paar Latschen oder sowas festmachen könnt. Finde ich immer super. Hat aber ehrlich gesagt jede Tasche heutzutage, gehe ich immer stark davon aus, dass das dabei ist. Ihr seht, es ist ein Rolltop, wie auch bei den meisten Arschraketen. Und das sind eben zwei Züge, die ihr zum Beispiel wie bei Abitura nach vorne zumacht und nicht nach hinten. Es gibt ja auch ein paar Arschraketen, die man so zumacht. Ich finde es ehrlich gesagt von der Variante, wenn man das Ganze rollt und dann so nach vorne zuzurrt, ehrlich gesagt am besten, denn so kann man auch nochmal schön hier ziehen und die Tasche eng machen. Finde ich super. Also Rolltop, ein großes Fach. Ist auch ein bisschen blau drin, damit man was wiederfindet. Finde ich auch nicht schlecht. Ansonsten gibt es hier natürlich noch die Clickies für die Sattelstreben, denn ihr macht es natürlich an der Sattelstütze und am Sattel fest, wie ihr das auch kennt. Also wirklich hier keine Überraschung. Trotzdem mega cooles Design und auf der Rückseite habt ihr auch nochmal so zwei so Laschen, ja, um eure Lichter und so weiter da festzumachen. Kennt ihr von jeder Tasche, also Evor, super gemacht. Nicht das Rad neu erfunden, aber eine tolle Tasche, ehrlich gesagt. So, nächste Tasche, sehr, sehr klein. Es ist nämlich ein Saddlepack. Diesmal in schwarz, also die meisten Evor-Taschen gibt es auch in komplett schwarz. Finde ich auch immer schön, weil so ist es wirklich so schlicht, dass man es an jedem Fahrrad montieren kann. Also es gibt kein Fahrrad, das irgendwie blöd mit schwarzen Taschen aussieht, würde ich mal meinen. Was haben wir denn jetzt hier? Also es ist eine Tasche für den Sattel, wie der Name schon sagt. Also es ist wirklich hier mit einem Klicksi, ihr kennt das. Es wird an den Sattelstreben befestigt, durch die Sattelstreben gezogen. Auf der anderen Seite könnt ihr es zumachen und dann im Prinzip festziehen und es sitzt dann so unter eurem Sattel. Und ihr habt hier die Möglichkeit, wenn ihr das aufmacht, hier gibt es mit dem Reißverschluss schön ein ganz kleines Fach. Und da könnt ihr zum Beispiel Notfallgroschen reinmachen. Ansonsten kann man das Ganze jetzt auffalten und ihr habt hier nochmal so einen Druckknopf. Ah, und ihr seht wieder, es ist schön gelb, neonfarben.
Und hier habt ihr im Prinzip Platz, um natürlich euren Schlauch und euer Werkzeug zu verstauen. Muss natürlich gar nicht. Also ihr könnt da montieren, was ihr möchtet. Aber üblicherweise ist es so, wenn das die einzige Tasche zum Beispiel an eurem Rennrad sein soll oder ihr macht wirklich eine sportliche Ausfahrt ohne Übernachtung, Bikepacking und so weiter. Das ist immer eine coole Tasche, die stört nicht, die kann man einfach am Sattel dran lassen und irgendwie das Wichtigste zum Reparieren dabei haben. Habt ihr also insgesamt drei Fächer und beim dritten habt ihr sogar noch so ein kleines Meshfach, wo ihr auch noch irgendwie mal ein paar Flicken oder sowas reinlegen könntet. So, zugemacht, Druckknopf zu und jetzt das mega coole, wo ihr schon wieder seht, das ist einfach Evor. Ich kann hier zack, den wieder zumachen und ihr seht schon, hier habt ihr so einen richtig coolen Tragegurt. Nicht nur so eine einfache Schlaufe, nee, hier so ergonomisch für die Schulter sogar zum Auflegen. Finde ich auch total cool, ehrlich gesagt. Also wenn ihr die als einzige Tasche für so eine sportliche Ausfahrt nehmen wollt und ihr habt hier vielleicht sogar so ein Hiplock drin, so ein kleines Kabelbinderschloss, kennt ihr vielleicht auch von unserem Kanal, benutzen wir oft. Könnt ihr das hier rausnehmen, euer Fahrrad anschließen und habt eben hier eure Wertsachen, die ihr einfach mit in den Laden nehmen könnt, wenn ihr euch was kaufen wollt zum Beispiel. Ihr könnt das Gebimsel hier einfach so doppelt und dreifach nehmen. Macht das hier einfach mit rein. Super. Coole Lösung. Und als letzte Tasche ist eigentlich gar nicht so eine richtige Fahrradtasche, muss ich sagen. Aber wir haben hier trotzdem das, oh, jetzt kommt der Name, Sakoche. Sakoche ist Französisch. Sakoche Bag. Der Sakoche Bag. Sakoche bedeutet so viel wie Umhängetasche. Und es ist auch einfach echt eine Umhängetasche. So, mal in einer anderen Farbe. Das ist eine gute Frage, wie die jetzt heißt. Olive Gold. Die Farbbeschreibung, die trifft hier wirklich sehr gut. Also es ist wirklich sowas zwischen Olive und Gold, würde ich mal sagen. Ja, es glänzt so goldig, aber ist irgendwie auch Olive. Wir haben hier ein großes Fach. Ja, wieder Neongrün. Ein großes Fach, ein kleines Fach, noch ein kleines Fach, noch ein Meshfach und noch mal eins hinten, wo ihr auch nochmal mit dem Reißverschluss was festmachen könnt. Und ja, für euer Schlüsselbund muss immer dabei sein. Finde ich super. Vorne habt ihr auch nochmal zwei Taschen, die sind auch nochmal getrennt. Also so viele Möglichkeiten. Und ja, für welchen Anwendungszweck ist das jetzt eigentlich? Das ist eine Umhängetasche, die ihr sowohl in der Freizeit tragen könnt, als auch cool, finde ich, am Fahrrad. Denn ihr habt hier auf der Rückseite, seht ihr auch nochmal so ein kleines Fach, wo man auch natürlich mal was reinstecken kann. Aber ihr habt im Prinzip hier nochmal diesen Dreipunktgurt, so einen kleinen Haken. Und damit könnt ihr die Tasche einfach um euren Rücken legen und habt hier dann mit dem Dreipunktgurt eben noch die Möglichkeit, den um euren Bauch befestigen. Kann man natürlich ein bisschen größer machen noch. Und ja, diese Dreipunktbefestigung ist halt super cool, weil ihr dann eben das Ding auch nicht verlieren könnt. Also es sitzt fest auf dem Rücken. Warum habe ich das jetzt mit in diese Fahrradtaschen mit aufgenommen? Ja, ganz einfach. Für meinen Anwendungszweck ist die Tasche perfekt, denn ich mache oft T-Shirt-Rides. Also wirklich Ausfahrten, wo ich natürlich trotzdem eine Bib anhabe. Aber ich ziehe kein Trikot an, sondern ein T-Shirt oder ein Pullover, wenn es ein bisschen kälter wird und so weiter. Was macht das mit mir? Ich habe einfach das Gefühl, ich pace mich selbst damit. Also T-Shirt-Ride sagt schon, es ist irgendwie eine Party-Pace. Es geht nicht darum, irgendwelche Rekorde zu brechen, sondern einfach nur Spaß auf dem Fahrrad zu haben. Wenn ihr das selber vielleicht sogar macht oder Leute kennt, die das machen, dann hat man immer das Problem, ja, im Jersey sind natürlich immer diese zwei, drei Taschen und da könnt ihr immer irgendwie euer Handy reinstecken, ein bisschen Geld, Hausschlüssel und so weiter. Ja, wenn ihr ein T-Shirt anzieht, habt ihr das eben nicht. Und dafür sind diese Taschen einfach total cool. Ich finde es super, die stören nicht. Sie sind cool auf dem Rücken. Kannst da echt so viel reinpacken, sogar eine Regenjacke oder so. Ich finde es cool, ist ein cooles Produkt, auch auf dem Fahrrad, finde ich. Ist aber auch ein Casual-Produkt. Also ihr könnt natürlich die meisten von Evor die Taschen auch so im Alltag tragen. Und das finde ich einfach richtig super. Das war's von allen Evor-Taschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt es in die Kommentare. Wir beantworten gerne eure Fragen. Und ja, checkt gerne bei uns im Shop mal die Evor-Sachen aus. Wir haben sogar ein paar andere Sachen noch. Ich habe natürlich nicht alles hier auf dem Tisch ausgebreitet jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.